Let's go. GAE-Stützpunkt oder was hier? More or less. Ihr lasst uns im Stich? Was klar. Sollen wir machen? Wir sind wehrlos. Sind zu viele Kinder hier. Was ist gemacht? Boah. Da ist eine explodiert. Let's go. GAE-Stützpunkt oder was hier? Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal erleben werde, dass der Strom wieder läuft. Ich auch nicht. Also mit Strom ist schon besser als ohne. Hast du recht hier. Na dann, let's go. Rein da. Servus, grüß dich, Eurer. Lieutenant Rowe, ich habe Befehle vom Commander. Ich bin nicht Rowe. Er ist mit seinem Trupp nach New Dawn Park gezogen. Lauter machen hier. Ich bin Lieutenant Grady. Toll. Ich schätze, dann muss ich weiter. Wovon redest du? Zeig mir diese Befehle, mein Sohn. Ich soll sie Rowe persönlich übergeben. Und ich bin Rowe, wenn Rowe nicht hier ist. Das nennt man Befehlskette. Gib her. Das ist vernünftig. Was zum Henker? Hat der Commander gesagt, warum wir uns ins Stadtzentrum zurückziehen? Er schien nicht besonders darauf aus zu sein, mir irgendwas zu erklären. Ich bin nur der Bote. Also gut, Jungs, packt zusammen. Befehl vom Commander, Rückzug. Wir dürfen zurück zur Basis. Okay. Was tun wir? Wir verlassen diesen Außenposten? Jawohl, ab zur Basis. Hinterfrage mich nicht. Du kannst dich hier draußen nicht unter Meyers Rock verstecken. Ihr lasst uns im Stich? Was sollen wir machen? Wir sind wehrlos. Los, bewaffnet die Überlebenden und dann Abmarsch. An eurer Stelle würde ich ihnen eine Menge Waffen geben. Die Abtrünnigen haben ein Rollkommando zum Fischauge geschickt. Sonst noch irgendwelche schlauen Ideen, Zivilist? Nur eine Frage. Zivilist? Wo finde ich Rowe? New Dawn Park, wie schon gesagt. In der Weiß Reihe. Nicht, ob sie schon da sind. Eingereihte Rowe. Und sage ihm, dass ich mich drum kümmere. Besser du als ich, Kumpel. Rowe wird richtig ausrasten, wenn er das liest. Und ich bin hier, um Leben zu retten, nicht um meins zu verlieren. Ja, danke für den Tipp. Drecksschweine. Wir haben doch keine Chance. Es tut mir wirklich leid, Civi. Aber wenn der Commander das sagt, dann machen wir das. Ich habe die Befehle. Zurücklassen. Wenn die Abtrünnigen kommen, sind wir sofort tot. Hier ist ein Fragezeichen. Ganz ich möchte ruhig, mir das Civi. Anschauen. Du kriegst eine Waffe. Eine Waffe? Alte Männer und Frauen? Alle Jungen sind schon dem PK beigetreten. Ich kann da nicht viel machen, Civi. Und jetzt auf dem Weg. Und was, wenn nicht? Knüppelst du dann einen wehrlosen Mann nieder? Tötet uns doch einfach, bevor ihr abhaut. Ja, mach doch, wenn du... Wenn er dich tötet, dann brauchst du keine Angst mehr haben. Verdammt, Idiot. Zieht sich irgendwelche Befehle aus dem Arsch. Gefährdet unschuldige Menschen. Lawan, ich gehe nach Dunham Park. Ich gehe nach Dunham Park. Offenbar ist Rowe dorthin gegangen. Hat sich eingereiht. Ich verstehe noch nicht, warum die Abtrünnigen das Fischauge angegriffen haben. Bisschen leise wieder. Wir haben ihre Lager, klar, aber... Nachthöhle, okay. Dann. Da hat das Fischauge noch nie angegriffen. Selbst er hat die Nightrunner respektiert. Ich habe also keinen blassen Schimmer, was in seinem Kopf vorgeht. Bitte hol mich hier raus. Ja, ich komme. Erzähl mir mehr über ihn. Der Colonel. Er ist der Anführer der Abtrünnigen. Er gab den Befehl, die Stadt mit Chemikalien zu tränken. Damals sind meine Eltern gestorben. Das tut mir leid. Mehr nicht. Ich habe meinen Vater einmal in meinem ganzen Leben gesehen. Und wenn meine Mutter etwas gut konnte, dann war das Sam. Sie hat mich verlassen. Bist du so in Walls Programm gelandet? Mehr oder weniger. More or less. Deine Eltern? Erinnerst du dich an die? Nein. Ich erinnere mich nur an das Krankenhaus, Schmerzen und das Feuer, kurz bevor sie mich und Mia trennten. Suchst du deshalb nach ihr? Ist sie die Einzige, die aus deiner Familie noch übrig ist? Konzentrieren wir uns auf den Job, okay? Okay, alter Kerl. So, den boxen wir. Die Hunde. Kein Problem, gern geschehen. Was hast du denn da? Ich war schon am Ende meiner Kräfte. Danke, dass du mich gerettet hast. Kein Ding. Kein Ding. Da ist hier... Musst du dem Fragezeichen hier oben hin. Zu dem Fragezeichen hier. Das geht's. Oh, Heftstoffbehälter erkannt.
41 Meter, das müssen wir aufpassen. So viele Fragezeichen hier. 43 Meter, 34 Meter. 40 Meter. Halte ich mal fest hier. Komm, halte ich doch fest. Du kannst doch in jeder, sonst in jeder Scheiße festhalten. Halte ich doch hier fest. Mensch, mein Freund. Hold you fest, you know? Stopp, ich hab... Bist gehört? Ich hab... Wer ist denn gehört? Bienen, hallo? Hier, da. Ja, ich mir ein schönes Ding basteln. Ich muss auch unbedingt upgraden, diese Dinger. Diese... Diese Heil-Dinger da. So, nochmal ein Safehouse hier machen. Zack! Leider das andere verloren hier. Also das Ding hier, das Helmstoff. Wieso zählt es nicht als Haus? Wieso tut es nicht dick, 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 dick machen und wusch, 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 wusch hier bestätigen oder so? Nein, 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 nicht. Ich hab mich verklickt, ich wollte schon, ob es funktioniert. Ja gut, dann gehen wir in die Höhle rein. Ich wollte nur gucken, ob es funktioniert hier. Wir haben doch eben eine Höhle gefunden, einen Meter weiter. Schauen wir mal hier. When I saw her face, yes, I'm a believer. Okay. Ist der Eingang da unten oder was? Hab ich mal eine Level 4 Waffe. Nee, Level 4 Klamotten. Schalten Sie die Gruppe jetzt über sich aus. Ich wollte ja nicht in die Höhle gehen hier. Was habe ich jetzt hier entdeckt eigentlich? Ist hier nicht der Eingang zu dieser Höhle irgendwo? Warte, ich will diese Höhle doch haben. Das hier will ich haben. Dunkelhöhle, wo ist die denn? Hier, guck mal. Das ist sie nicht, oder? Ich weiß nicht genau, warum ich jetzt hier bin. Einkaufen musst Anno! Wow! Geschenke. Normaler Standardeinkauf. Ein paar Lebensmittel und fertig.
Oh ja, da. Da ist eine explodiert. Das war hier drin, kommen wir, oder was? Ist doch schön, dann holst du dir ein paar Sachen. Ist doch toll, eigentlich einzukaufen. Manchmal weichen die bewusst aus hier. Wodka aus der alten Welt. Schon so explodiere. Ich mag das nicht. Ja, kommst du ein bisschen raus, hockst nicht mehr vom PC, ist doch auch okay. Wie sagt man so schön hier? Ich bin zwar auch kein Fan von, aber es heißt doch so, ne? Da kommt der Zocker mal aus der Wohnung raus. So ein typisches Gelaber halt, ne? Kennst es ja. Ach nö, hat jetzt gerade so einer das sein müssen, oder? Also ich dachte, okay, egal, komm, Zombie. Haut mich, ist nicht so schlimm. Aber wenn so ein Explodierer da ist, ist es immer fies. Aber die bringen genau diese Typen, die ich brauche. Same. Same, kenne ich. Bin ich auch nicht anders hier, Emi. Boah. Der Welt ist nicht Main. Schon wieder? Alter. Wieder springen hier. Also wenn ich ihm den Kopf abhack, dann tut er nicht explodieren, aber die sind schon nicht schlecht. Ich brauche genau die Typen. Das glaube ich hier schon zum vierten Mal im Kreis. Und ich wollte in die Höhle. Aber irgendwie hat es mich in diese... Wow. Irgendwie hat es mich in dieses Haus hier geführt. Ich weiß nicht genau. Ach komm. Also so schlecht. Also so schlecht. Ja, komm. Hey, Shiggy. Ne! Ja, lass sie kommen.
Aber ich brauche genau... Ist perfekt eigentlich zum Farmen. Komm. Noch so einer. Spawnen die oder was ist mit denen? Wow. Noch einer. Zum 20. Wie viel ist sie denn heute? 14. Ja! Also... Okay, definitiv spawnen die da die ganze Zeit. Ja, noch einer! Okay. Ich habe keine Ahnung, warum ich in diesem Haus bin. Ich bin hier nur rein, weil ich eigentlich das andere suchen wollte. Jetzt bin ich hier gefangen. Hast du denn genug Essen und Trinken? Ich habe bis jetzt gelernt. Lass man sich drücken? Ich habe gelernt. Warte mal. Ich habe gelernt, dass ich zwei gleichzeitig töten kann. Also, warte mal. Drücken Sie zum Ausführen während eines Hinterhalts. Mittlere Maustaste, okay, nicht. Alter. Alter, wie krass. Das ist ein... Da war aber keine Lärmquelle, oder gerade? Nö. Okay, diese Fetten tauchen einfach so auf. Problem ist, ich bin nicht einmal in der Höhle hier. Ich bin einfach random in einem Haus. Warum habe ich keine Ahnung? Ich wollte ja nicht in die Höhle rein. Boah! Mach das. Schlaf gut. Schlaf gut. Ja, immerhin hier, dann trotzdem guten Verlauf oder wie auch immer. Ich bin nicht ganz umsonst hier. Hier sterben wir halt scheiße, würde ich doch die ganzen Punkte verlieren. Bis später. Bis fertig. Servus, fertig. Heute ist der große Umbautag. Wenn alles gut läuft, werde ich heute den Streamrechner komplett ausschalten. Erstmal. Dann bis die Tage, Shiggy. Irgendwann. Schwer.
Ja, geht doch. Mach halt immer Lärm hier. Jawohl, geht doch. Also die schweren finde ich jetzt nicht so schlimm. Das Reinigungsmittel keine Molotovs machen. So. Irgendwie. Das ist hier wild, sage ich euch. Einfach hier so in dieses Ding hier reingeraten. Ne, ich wollte eigentlich, ich wusste, dass es eigentlich hier weitergeht. Ich habe doch vorhin einen Gang gefunden, wo es hier weitergeht. Ach hier, genau hier war das. Ja, dann nimm doch die Leiter. Bin ich nicht hier hoch, weil ich ein Safehouse gefunden habe hier? Aber es muss irgendwas gewesen sein, weil es ist hier auch so eine Art Eingang. Was ist denn das hier genau? Wo bin ich denn hier? Jetzt kann ich aber nicht mehr in die Höhle gehen, weil es schon zu spät ist. Hm. Hier ist Ausgang. Quarantäne-Area. Ich bin mir sicher, was ich jetzt gemacht habe hier. Wieso sind so viele Leute hier? Was hab ich gemacht? Ist doch keine Jagd oder so. Reicht mir hier. Vergesse ich immer, muss ich, hätte ich gleich machen sollen. Ja, nice. Boah, gibt gut hier, krass. Schön, dass ich die infizierten Trophäe habe. Problem ist, ich habe halt, ich kann halt, kann das herstellen? Ja. Nur Zweier habe ich halt. Die muss ich auch mal upgraden, aber der Cocktail ist schon krass hier. Ich weiß nicht, ob ich hier den Versteck irgendwas verpasst habe. Okay, doch lieber Fragezeichen. Ich tue mich immer umentscheiden. Aber Fragezeichen sind halt toll, die kann man aufdecken, finde ich. Yo, Lasi, danke dir. Was geht, was geht? Moin, moin. Hey. Vielen herzlichen Dank hier. Einfach reingeradet. Wup, wup. Hallöchen. Was geht, was geht? Guten Morgen, guten Morgen. Was hast du für Schweinereien gemacht hier? Ein bisschen mehr. Schau mal auf die Zeit, die da steht, unter der Tastatur, die ziemlich grün ist.
Schau mal, was da steht. Mhm. Moin, moin. Vielen herzlichen Dank für den Raid. Einfach reingeradet. Also mitten rein hier. Im Downtown. Na, wo bin ich gerade? Keine Ahnung. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Auch noch voll hinterher einfach geworfen. Dankeschön. Moin, moin. XYZ. Hey, Plushy Dash. Hey, Fallout Guy. Hey, Lars Bergott. Bergott. Nee. Da steht eine Zeit 138 Tage, 23 Stunden, 57 Minuten. Das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Bei 138 Tagen bin ich online. Und natürlich mitschlafen. Mitschlafen. Ich habe doch hier auch meine Schlafcam und alles. Warte mal. Ich muss das Bett mal alles hier anmachen. Ne? Hier, Schlafcam. Multicam. Keine Ahnung, was für Cam ich noch alles habe. Muss ich nur außen anschalten gerade ein bisschen. Hä? Cam ist weg. Taste 1 muss hin. Taste 5 muss weg. So, hier. Bedcam. Unboxing Cam hier. Handcam. Bed ist Full Face Cam. Es gibt noch viele Cams hier. Das ist nur so ein Teil hier. Das ist der andere Rechnercam. Das ist der Rechnercam. Uptime 138 Tage, 23 Stunden, 58 Minuten. Bald 139 Tage. Mhm. Auch im Titel zu sehen. Ja, da schlafe ich auch. Da schlafe ich auch. Was ist das für ein Gesicht jetzt hier dauert mit dir? Immer mit der Ruhe. Genau, ist ähnlich wie bei Big Brother. 24/7 live hier. Duschcam gibt es auch, aber nur mit Ton. Ohne Bild. Ja, dass vielleicht bei der nächsten Untersuchung herauskommt, woran es liegt. Kann man momentan nicht sagen, wo das kommt. Die Ursache steht nicht fest. Viele Therapien gemacht. Und noch keine wirklich zum Ziel geführt. Noch keine zum Ziel geführt. Vor 2 oder 3 Wochen habe ich mir wieder etwas gerissen, weil wir könnt ja vorstellen, wenn man immer hin und her torkelt, auf keinen der beiden Füßen auftreten kann, dann stolpert man mal, dann stützt man sich auf eine Bein, auf das andere Bein, auf den anderen Fuß und dann tut man auch vielleicht ein bisschen noch ein paar Sachen sich reißen. Geht jetzt halt insgesamt 4,5 Jahren so und ich bin halt am struggeln die ganze Zeit. Das Schwierigste ist der normale Alltag. Das Aufstehen, das Essen, das Trinken, das Essen machen oder das Bad, Küche, Klo und das Ganze. Das ist das Schwierigste am Leben. Der normale Alltag. Aber ja, ich will mich jetzt nicht so vorstellen. Ich habe mich halt so vorgestellt, damit ihr halt wisst, warum 24 Stunden Stream. Deswegen habe ich halt momentan ein bisschen mehr Zeit als sonst. Von daher, ja. Ne? Das klingt heftig. Es ist sogar noch heftiger, als ich es erzähle. Aber es ist auch nicht so schlimm jetzt. Also schon schlimm, aber ist das egal. Ich muss ja nicht alles so schlimm machen hier. Wow. Alter, was ist... Moment, ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Ich hab...